Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Und wir müssen jetzt irgendwie ganz schnell diese... Ach nee. Okay, wir müssen das erst hier starten. Okay, dann wir starten mit ihr hier. Mit... Wie heißt die nochmal? Ember. So. Oh lol. Überladen macht nämlich 75% mehr Schaden. Das ist heftig. Ach man, die nicht springen immer so scheiße. So, jetzt 5 auf einmal besiegt. Was? Was passiert, wenn ich auf den Boden schieße? Ah, auf den Boden ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ciao. So, kommt hier hin. Kommt schön hier hin. Und hier. Easy. Wir kriegen noch 3 Sterne, ne? Ja, perfekt. Oh, nice. Ja, Raum 2, genau. Wir müssen bis Raum 3 kommen, für Chang Ling zu bekommen. Dann hätten wir sie auf Stufe 3 oder so, glaube ich schon. Auf dieser Ebene. Mhm. Erhöht den... Mit Spezialfertigkeiten verursachten Schaden. Erhöht den mit Standards an der heftigen Schläge. Erhöht die Verteidigung. Spezialfertigkeit Schaden ist natürlich krass. Ah, wir haben ja schon einen. Erhöht die Elementar, genau, das ist für die ganze Ebene. Das gilt auch für die ganze Ebene, ne? Heftige Schläge. 20% mehr oder... Ja, ich würde, glaube ich, die Speziale, oder? Holen. Und Verteidigung ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Ich hole jetzt das. Einfach, was am meisten Damage macht. Wir werden ja eh geheilt immer. Hi. Erstmal hier, bitteschön. Okay, warte. Gut gemacht. Und die Erwünschung freigeschaltet. Da steht noch eine Gegneranzahl. Komm, Venti. Boom. Tschau, boom. Nur noch einer down. Aha. Ja, kommt mal hier hin. Kommt alle mal hier. Hier, Q. Time for takeoff. Bye. Tschüss. Und ich kümmere mich um den da. Ne, falsche Tasse. Die macht auch so viel Schaden, ne? Gut, 2 direkt. Wow, krass. Da ist es schon down, lol. Und tschüss. Perfekt. Oh, wir haben aber nicht den zweiten. Ja, egal. Wir müssen eh nur den 3-3 schaffen. Muss jetzt nicht auf die Punktzahl achten. Okay. Angriff. Stellt alle Mitglieder. Oh, cool. Ja, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nochmal 80% Elementarkunde.
Obwohl, das bringt mir ja nichts, weil Ebene 1 ist jetzt abgeschlossen, deswegen hol ich den Angriff. Ich kann mich ja mit Barbara heilen. Habe ich voll. Erstmal die zwei Nervensägen besiegen. Die sind schon mal down. Hier, gönn dir. Mist. No escape. With sword from shadow. So. Ach, da kommt so ein Vertun. Think you can get away? So. Brace yourself. Jetzt noch Barbara kommen. Heilung für alle. Obwohl, warte, Ember ist, glaube ich, besser jetzt. Bitte schön. Und tschüss. Boah, ist voll explodiert. Boom, ciao. Easy. Okay, das haben wir so sehr gut geschafft. Ah, zwei. Eben zwei. Let's go. Warte mal. Was wird denn hier vorausgesetzt? Kryoschaden. Die Dauer der Reaktion wird drastisch verlängert. Da wäre er natürlich praktisch, ne? Aber er hat so, ist so low, ne? Aber ich brauche einen Eistypen dann auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall Wasser. Und nochmal Elektro, denke ich dann. Obwohl, Feuer ist sehr, sehr essentiell, ne? Für so Leute, die so ein Schild haben, ist halt sie sehr, sehr, sehr wichtig. Da muss Kitching echt aussetzen. Okay. Na, dann machen wir es mal so. Paimon, deine allerbeste Reisegefährte. Ja, Paimon ist cool. So, erhöht den Challenge nach dem Rennen. Okay. Ja. Angriffskraft. Ja, das bringt mir nicht. Ne, dann hol ich den hier schon. Ist schon richtig so. So. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Weil er halt, wie gesagt. Dodge this! What's the hurry? Oh, so sorry. Aber das kann doch super. Also Barbara war auf jeden Fall sehr wichtig. Aktivieren? Ja. Time for takeoff. Here we go. Ja. Und noch Wasser reinsetzen. Ja, so muss es. So muss es sein. Und dann noch Ember. Hier, let's go. Das ist halt absolut nicht unser Level eigentlich. Das heißt, danach wird Stufe 60 sein, ne? Wo ist neben mir gespawnt? Unfair. Bitteschön. Oh, das ist nice. Ja.
Wouldn't gliding be faster? Kaia, ich brauche dich. Dein Eis. Ich brauche nochmal dein Eis. What's the hurry? Jetzt. Perfekt, alle getroffen. Ablenkung. Hallo. Let's play. Verwirbelung, okay. Wouldn't gliding be faster? Ja. Bin ich da? Jetzt. Jetzt. Eis. Er ist halt echt nicht für dieses Level geeignet. Aber so absolut gar nicht. Und er ist gefroren, perfekt. Dann mach ich hier Witz. Alter, ich habe keine Zeit mehr, ne? Time for takeoff. Stimmt. Es gibt eine Zeitvoraussetzung. Das schaffe ich ja niemals. Okay, wir müssen Ember nehmen. Komm schon. Ablenkung. 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 Der Eis ist jetzt eh tot. Es sind noch so viele Gegner. Nee, schaffe ich nicht. Das kann ich leider. Ich kann es dann ja auch gar nicht schaffen. Oh Mann, diese scheiß Hüpfviecher. Ja, noch mehr. Ne, das schaffe ich leider nicht. Ne, das schaffe ich nicht. Ja. Ne, das ist ein bisschen... Empfohlene Stufe 39. Stärke der Waffenstuhle. Ach, hier sieht man was. Hier sieht man, was einem fehlt. Also, ja, Stärke der Waffenstufe sollte eigentlich. Ich glaube, das sollte alles bis hier hinten sein. ja, geh weg. Schade. Wir haben es mal probiert, ne? Ey, das Viech ist noch immer da. Lass mich in Ruhe. Wouldn't gliding be fast? Und gleich befasst, da ist eine Kiste. Ach komm. Wouldn't gliding be fast? Here we go! Ich wollte nicht sie, ich wollte sie. Okay, das bringt rein gar nichts. Barbara, let's go. So, verdammt. Und Beidou. Komm, greif an. Warum greif ich nicht an? So blödes Pissvieh. Komm, greif an. Warum läuft ihr den weg? Ha,
ausgiebig. Schippst du jetzt? Als ob der sich jetzt einfach gehittet hat, ne? Ja, wow. Not bad. How are the enemy fight on? Stirb einfach. Meine Fresse. Ist der einfach abgehauen? Gönne ich mir noch, was ist das hier? Das ist schon aktiviert, okay. Gut, dann können wir das also nicht machen. Das ist jetzt natürlich doof. Naja, immerhin haben wir Ebene 1, Raum 3 geschafft, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir nach hier. Ich weiß echt nicht, wo noch ein anderer ist. Ich glaube, hier in der Nähe müsste so ein Dungeon sein. Frag mich nicht, wo. Mach mich bloß nicht wo, nee, hier sind wir falsch. Nein, dann war's hier. Dann war's hier. Ja, wir können auch mal hier reingehen, oder? In Cecilia Garten. Ja, komm, dann machen wir das. Dann machen wir nächste Folge dort. Mögliche Belohnung. Sieh nach den Regeln. Aha, heute ist Freitag. Nee. Heute ist Samstag. Heute kriegen wir Handschellen. Okay. Achso, ich könnte auch schon. Die aktuelle Truppenstufe ist zu niedrig. Ah ja, okay. Ja, komm, wir machen das hier. Einzelspieler natürlich. Kryo. Warte, was wird gefordert? Ach, da unten. Blitz, Feuer. Blitz, Feuer. Kryo. Okay, Venti. Ich glaube, du musst gehen. Ready when you are. Okay. Let's go. Probieren wir das einfach mal. Elementar-Anomalie. Vergrößert eine geringe Zeit. Was? Verleiht der Figur das Hero, aber verlängert die Abgehenszeit dafür. Ach so. Oh, das ist voll schön hier. Voll cool. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Die Tür noch offen, ey. So. Ach so, okay, das ist wieder so ein Schlüssel. Ey, sieht voll cool aus, ne? Muss man. Also, ne? Okay, da sind irgendwelche komischen Fäden. Die halten den Baum irgendwie. Cool. Was kann ich in dem Baum machen? Oh, wow. Okay. Was ist hier? Kann ich da rein? Okay. Das ist einfach nur. Wir probieren es. Siege 20 Gegner. Ach so. Ich muss Gegner besiegen, um Zeit zu bekommen. Ah, und ich habe immer nur 20 Sekunden insgesamt Zeit. Okay. Dann eignet sich ja hier Boba. Zum einen und K.E. wegen dem Eis. Ja, Boba zurück.
Bubba? Ach, Bubba ist noch nicht ready. Dann nutzen wir Elektrizität. Kommt gerade an. Yes. Nice. Nutze ich auch. Dodge this. Und this moment will be frozen in time. Dodge this. Okay, das war's schon. Okay. Tu mir eine Schatzkiste. Ich verlasse automatisch. Wo ist denn meine Kiste? Ist das hier? Muss ich jetzt hier hin? Belohnung einsammeln. Aha. Okay, cool. Ein grünes irgendwas Kackding. Mhm. Und hier kann ich verlassen. Okay, tschüss. Ja, gut, das ging sehr schnell. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Heute ist übrigens der Tag der Aufnahme, an dem Friendly Fire ist. Bringt aber nichts, wenn ich das jetzt sage, weil wenn diese Folge hochkommt, also wenn diese Folge online ist, ist es schon vorbei. Was könnten wir denn noch machen? Hier war noch so ein Dungeon. Ja. Ach stimmt, hier war ich auch. Hier in dem Dorf. Da bin ich auch schon drin gewesen. Aber ich habe nichts wirklich gelootet oder so. Ich habe, glaube ich, aus Versehen eine Kiste geholt, aber das ist ja nicht schlimm. Wie heißt dieses Quinn-Store? Guck hier, bin ich hier lang gegangen. Hier war ich schon, weil ich da wegen so einer Quest hin musste. Von diesem, was war denn das nochmal? Dieses Stern-Dings da. Ja, was können wir denn jetzt noch machen? Tempel des Wolfs. Wir könnten hier so eine Daily-Mission machen. Klar. Wir könnten... ich wüsste echt nicht, was wir gerade machen können. Moment. Muss ich mal gucken. Also, wir haben den Höhenflug und das Solo-Abenteuer. Oh, das können wir machen. Machen wir das. Das ist eine Nebenquest. Ich glaube, die habe ich auch offscreen angenommen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. What's the hurry? What's the hurry? Komm, mach mal hier Eis. Cool it! Okay. Jacks verlorene Gegenstände. Ach ja, ich erinnere mich an den Typen. Der war hier hingekommen und dann irgendwie durch einen anderen Abenteuer gerettet. Aber er war zu kacke. Und ja, sind geflogen. Jacks verlorene Gegenstände. Er wird irgendwo da sein, ne? Hier ist alles zu, dann gehe ich außen rum. Wetten, dass das hier ist. Hallo, und hier ist eine neue Kiste. Dodge this! Nee, die wollte ich nicht. Ich wollte Xiangling. Feuer. Und Beidou. Yo. One hit. Das ist echt heftig, ne? Ah, warte. 50 Meter? Ach da, die haben den. Dann mach ich mal hier meine Q. Moin. Ja komm, haut mich. Wow. Mann, du Mischel. Spüre meine Keule.
bist du denn? Ach, hier liegt es. Da. Jacks Karte. Ach, und da oben sehe ich es auch schon. Cool, da ist so ein kleiner Pfeil. Ich gehe da hin. Hi. Ja, habe ich jetzt schon, ne? Feuer, 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 nochmal Feuer, Feuer, Feuer. Hier Wasser und hier Eis und nochmal Wasser. Tschüss. Komm, KI, besieg du ihn. Perfekt. So muss es sein. Als ob er mich getroffen hat. Ich wollte nur die Möhre haben, Mann. Hier liegt nur irgendwas, oder? Ah. Ah, Beeren. Ja, dann können wir hier weg. Ne? Wir dürfen jetzt nach hier. Zaps, zaps. Perfekt. Haben wir wieder eine kleine Nebenquest abgeschlossen. Zählt das eigentlich auch zu 100% von diesen Gebieten? Ich weiß es nicht. Oh, der ist da oben. Stimmt, ich habe, glaube ich, auch bei ihr hier was gekauft. Hier. Ich habe hier, glaube ich, Sachen gekauft. Genau, weil wir so viele hatten. Hier habe ich schon ein paar Sachen gekauft. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauche. Hier, das hier. Die habe ich schon beide gekauft. Und ja, den Rest. Ja. Aktuell 2 vorhanden. Wie viel haben wir? Gar keinen? Komm, dann kommen wir 2. So. Haben wir hiervon 2? Hiervon? Hier haben wir 4. Hier haben wir einen. Dann kaufen wir noch einen davon. Ja. Und hiervon haben wir 3. Das hier, ich weiß nicht, was das da sein soll. Material zum Aufstieg von Waffen. Aufstieg von Waffen? Aufstieg von Waffen. Und Mora können wir uns eintauschen. Was passiert eigentlich, wenn wir keins Stuff mehr haben? Der Hund ist einfach mal... Keine Ahnung. Ich kann ja eh nichts anderes damit kaufen. Hm. Keine Ahnung, was noch davon. So, Amethyst. Aber wir haben nicht alle Splitter hier, oder? Blitz. Ach, denn der eine ist schon weg. Ah, weil wir den fertig haben. Ja, gut, den Amethyst, so. Feuer finde ich sehr wichtig. Hafen muss ich ein und dann hab hier von noch von diesem Elektro. Brauch es ja eh nicht, also. Und wir gehen noch kurz zu ihr. Ob sie noch irgendwas hat? Ach, zur Entkundung, genau. Oh, Brock Kristall. Das machst du nochmal. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Saccharose, genau. Und sie ist auch fertig. Ich mach das wegen dem Brockenkristall, weil ich die brauche. Ich zeige euch auch, glaube ich, sofort warum. Hier mit Cyrus müssen wir eigentlich reden für die Hauptquest. Das machen wir in der nächsten Folge. So, hier und dann hier schmieden. Und zwar 10S heißt das 10 Stunden. Oder 10 Sekunden. Hier seht ihr Profil von diesem Stuff. Den haben wir ja schon. Aber die brauchen alle so. Aber die könnte ich alle machen, ne? Das sind alles die Sachen, die ich theoretisch... Ah, ne. 0 von 1. 0 von 1? Davon habe ich 1 von 1. Genau. Ich könnte mir 1 von diesen Schwertern holen. Schaden 6... Im Taschen 6 Sekunden lang um 6%. Mhm. Okay. Und das war, hört die Angriffe und Verteidigung, weil ich treffe im Stand und heftigen Schlägen. 6 Sekunden lang 4. Ja, der ist schon geiler irgendwie. Den Bogen kann ich nicht, aber ich kann hier so ein, genau. Ich weiß nicht, ob ich mich da schon entschieden hatte.
Und das ist so ein Big Sword und die haben irgendwie coole Attacke. Standardheftig mit einer wahrscheinlich 50% zusätzlichen Schaden in 240%. Mit geringer Reichweite, aber 43% ist schon geil. Und hier ist. Ja, Angriff und Verteidigung, normale Schläge. Die sind natürlich auch gut, weil 6 Sekunden lang um 24%, also vierfach ist ja 24% dann. 0,5 Abklickzeit. Ist schon geil. Ist schon sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie auch sehr heftig, ne? Du hast 50% Chance auf 240% Angriff. Aber 15 Sekunden Abklingzeit. Das ist auch wieder mal. Weil der macht halt Schaden auf einmal, weißt du? Der macht Schaden über Zeit. Der macht viel mehr Schaden über Zeit. Na, vielleicht hole ich mir doch den hier. Der hat einen Angriffsboost und der hat einen Verteidigungsboost. Hm. Beide haben aber 42 Angriff. Ne, der hat 44 Angriff, okay. Ach, es ist, ja, schwierig. Habe ich noch irgendwas anderes zu zeigen, was ich gemacht habe? Also ich habe halt bei vielen halt Artefakte geändert, ein bisschen aufgewertet, Waffen verstärkt. Sonst weiß ich jetzt nicht. Wir holen uns noch die Errungenschaft. Kunst ist. Besiege vier mit der Regeneration innerhalb von 2 Sekunden. Okay. Das haben wir natürlich dem Bonus zu verdanken, den wir hatten. Gruppe ändere ich auch mal kurz. Ja. Seems like, dass du jetzt rausgehst. ich will Venti wieder haben. Give me a moment to compose my. So. Und in der nächsten Folge gehen wir zu Jack und machen mit der Hauptquest noch kurz weiter. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.